Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um deutsche Raketen-Startups. Viel Spaß! Ein Video, das schon lange überfällig ist, ist eines über die deutschen Raketen-Startups, die am Micro-Launcher-Wettbewerb des DLR teilnehmen. Da ich morgen ein Interview mit dem Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, genau zu diesem Wettbewerb führen darf, wollen wir uns heute die drei Teilnehmer der Hauptrunde mal genauer anschauen. Wir schauen uns an, was der Micro-Launcher-Wettbewerb eigentlich ist und mit welchen Konzepten die drei deutschen Raketen-Startups High Impulse, ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg jeweils die 11 Millionen Euro ESA-Förderung einsacken wollen. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ganz neu habe ich für Senkrechtstarter einen Patreon eingerichtet. Wenn dir gefällt, was ich mache und du den Kanal gerne mehr unterstützen möchtest, freue ich mich riesig über deine Senkrechtstarter-Patreon-Mitgliedschaft. Aber zum Thema der heutigen Folge. Wie habe ich vom Micro-Launcher-Wettbewerb erfahren? Ja, mein Kumpel Uli hat mir folgendes Twitter-Video geteilt. Liebe Akteure der New Space Economy, uns als Bundesregierung ist es wichtig, dass wir im Bereich der Launcher, der Raketen, auch in das New Space Zeitalter einsteigen. Und deshalb haben wir uns letztes Jahr bei der Ministerratskonferenz der ESA dafür eingesetzt, mit fast 30 Millionen Euro zu investieren in CSTS, das Commercial Space Transportation Services Programm. Und hier geht es darum, dass Gründer bis zum 20. Juni jetzt die Möglichkeit haben, in einem Wettbewerb zu battlen, um diesen Etat von fast 30 Millionen Euro, um eure Rakete in den Orbit zu bringen. Deshalb alle mitmachen, www.micro-launcherwettbewerb.de. Wir sehen uns. Zu sehen in diesem Video war Thomas Jarzombek, der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Und der hat in dem Video zur Teilnahme an dem DLR-Micro-Launcher-Wettbewerb aufgerufen. Ziel des Wettbewerbs soll der kostengünstige deutsche Zugang zum Weltraum über Micro-Launcher sein. Aus dem Wettbewerb sollen Impulse für Weiterentwicklung entstehen und gleichzeitig einen Aufschwung des Weltraummarkts in Deutschland erfolgen. Die Kriterien für eine Teilnahme waren, es mussten deutsche Startups sein und die Micro-Launcher sollten mit ihren Konzepten einen Erdorbit erreichen. Wie sagt Elon Musk immer, eine Rakete zu bauen ist einfach, einen Orbit zu erreichen, das ist schwierig. Und ja, mit diesem Wettbewerb hatte man gleich das schwierige Ziel im Blick. Ein weiteres Kriterium war, dass es sich um Eigenentwicklungen handeln musste. Und es wurde direkt die Bereitschaft eingefordert, auch für Universitäten und Hochschulen Nutzlasten von maximal 150 Kilogramm in den Orbit zu bringen. Das ist jetzt kein billiger Deal, sondern soll dazu führen, ein Vertrauen in die Launcher zu etablieren, um mögliche kommerzielle Kunden gewinnen zu können. Also nicht Gießkanne und ja, mach mal Raketen, sondern eine Förderung mit dem Ziel, am Ende im besten Fall ein Startup mit einem funktionierenden Geschäftsmodell zu entwickeln. Die Vorrunde war auf 5 Startups limitiert, wobei mit High Impulse, ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg nur 3 Kandidaten für die Hauptrunde zugelassen wurden. Alle 3 Firmen haben für die eingereichten Konzepte die Möglichkeit bekommen, Fördergeld in Höhe von 500.000 Euro zu nutzen und ihre Konzepte für die Hauptrunde auszuarbeiten. Und tatsächlich geht die Hauptrunde jetzt auch gerade in die heiße Phase. Denn bis zum 31.03. um 24 Uhr müssen die 3 Startups ihre Unterlagen für die Hauptrunde abgegeben haben. Diese Unterlagen sollen ein verfeinertes Konzept zeigen, das dann auch 2 Starts des jeweiligen Triggersystems vorsieht. Und schon am 30.04. wird dann der Gewinner der ersten Hauptrunde bekannt gegeben, der dann die Möglichkeit erhält, die ersten 11 Millionen Euro an ESA-Fördergeld zu erhalten. Für die beiden anderen Teams ist damit aber noch nichts verloren, denn in der zweiten Hauptrunde stehen wieder 11 Millionen Euro ESA-Finanzierung als Preis aus. Für die zweite Hauptrunde wäre dann auch ein bisschen mehr Zeit, denn die Abgabe für die zweite Hauptrunde ist dann genau ein Jahr später, nämlich am 31.03.2022. Aber wer sind die 3 Startups und was machen ihre Trägerkonzepte aus? Ja, die High Impulse Technologies GmbH mit Sitz in Neuenstadt ist eine DLR-Ausgründung, setzt auf eine 3-stufige Rakete mit einem sogenannten Hybridantrieb. Die Rocket Factory Augsburg AG gehört zur OHB-Gruppe und entwickelt ein ebenfalls 3-stufiges Drehersystem auf Basis von flüssigem Sauerstoff und Kerosin. Die ESA Aerospace Technologies GmbH wurde von ehemaligen Studenten der TU München gegründet und hat ein 2-stufiges Raketenkonzept. Schauen wir uns diese 3 Firmen mal genauer an. Fangen vielleicht mal alphabetisch mit High Impulse an. High Impulse sitzt in Neuenstadt in Baden-Württemberg und damit in unmittelbarer Nähe zum Triebwerkstestgelände des DLR in Lampolzhausen. Das ist auch kein Zufall, denn High Impulse ist eine Ausgründung des DLR. Das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ist so etwas wie die NASA in Deutschland. Zum DLR muss ich eigentlich unbedingt auch mal eine eigene Folge machen. Laut DLR-Homepage hat High Impulse aktuell etwa 40 Mitarbeiter.
High Impulse sticht mit einem eher exotischen Antriebskonzept hervor, denn High Impulse setzt auf Hybrid-Triebwerke, also auf eine Kombination aus Feststoff- und Flüssigtreibstoff. Diese Technologie soll den standardisierten Bau von Brennkammern ermöglichen, die dann zusammengesetzt eine dreistufige Trägerrakete antreiben sollen. So werden dann in der ersten Stufe des SL-1, also der Small Launcher 1, 8 dieser Hybrid-Brennkammern zusammengeschaltet und über einen zentralen Tank mit Sauerstoff versorgt. Als Brennstoff wird Paraffin, also eine wachsartige Substanz, auf Erdölbasis eingesetzt. Dieses Zusammensetzen von standardisierten Antriebszylindern hat mich etwas an OTRAG erinnert. Das war ein deutsches Raketen-Startup in den 70er Jahren, das am Ende hauptsächlich negative Schlagzeilen machte. Über OTRAG muss ich eigentlich auch unbedingt mal ein Video machen. Aber zurück zu High Impulse. Dieser Hybridantrieb wird aktuell für eine Höhenforschungsrakete ohne Orbitalfähigkeiten fertig entwickelt. Mit dieser Höhenforschungsrakete mit dem schönen Namen SR-75, was Weltraumenthusiasten an den SR-71 erinnert, sollen 350 Kilogramm Nutzlasten in einer Höhe von 200 Kilometer geschossen werden können. Das heißt, man würde einen flugfähigen Antrieb entwickeln und auf dieser Basis dann den dreistufigen Träger mit Orbitalfähigkeiten aufbauen. Ein spannendes Konzept, und laut High Impulse würde man mit der SR-75 eine Höhenforschungsrakete mit einer der größten Performance weltweit entwickeln. Kommen wir zu ESA Aerospace. ESA Aerospace hat mittlerweile über 100 Mitarbeiter und wurde 2018 von ehemaligen Studenten der TU München gegründet. ESA Aerospace hat mit der Spectrum eine zweistufige Rakete konzipiert, die rein äußerlich an eine Mischung aus der Falcon 9 von SpaceX und der Electron von Rocket Lab erinnert. Angetrieben in der ersten Stufe von 9 Aquila SL-Triebwerken, die mit flüssigem Sauerstoff und einem nicht näher benannten leichten Kohlenwasserstoff laufen. Könnte jetzt zum Beispiel Methan sein. Und eine vakuumoptimierte Version dieses Triebwerks dann in der Oberstufe. In den Medien ist ESA Aerospace auch deshalb häufiger, wenn dann über die Finanzierung berichtet wird. Erst kurz vor Weihnachten ging die Meldung durchs Internet, dass ESA Aerospace weitere 75 Millionen Euro eingesammelt hat, was in der deutschen Startup-Szene eine ziemlich große Summe ist. Insgesamt hat ESA Aerospace damit bisher knapp 100 Millionen Euro eingenommen, was laut ESA Aerospace die Finanzierung bis zum Erstflug sichert. Last but not least die Rocket Factory Augsburg. Die Rocket Factory Augsburg AG gehört zur OHB-Gruppe und hat laut Homepage 85 Mitarbeiter. OHB ist ein großer Spieler im Luft- und Raumfahrtmarkt und man kennt die Firma als etablierten Satellitenbauer, aber auch durch seine Beteiligung am Ariane-Programm. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, warum gründet denn eine erfolgreiche Raumfahrtfirma ein Startup? Ja, tatsächlich ist das ein Trend in großen Unternehmen, die sich um Innovationskraft bemühen. Vermutlich, weil man gemerkt hat, dass beim Thema Geschwindigkeit vorhandene Strukturen eher ein Nachteil sind als ein Vorteil. Und auf vorhandenes Wissen kann man ja trotzdem zurückgreifen. Mit der Rocket Factory Augsburg, kurz RFA, hat OHB SE vermutlich genau das gemacht. Ein agiles, junges Team, das abseits von Verfahrensanweisungen und Prozessen neue Wege gehen kann. RFA, also die Rocket Factory Augsburg, entwickelt ein dreistufiges Trägersystem auf Basis von flüssigem Sauerstoff und Kerosin. Entgegen der vielleicht naheliegenden Vermutung, dass das bestimmt ein offener Gasgeneratorzyklus ist, wird auf der Webseite von Rocket Factory Augsburg von einer gestuften Verbrennung gesprochen. Also einem hochkomplexen, dafür effizienten Antrieb. Also vermutlich mehr Ähnlichkeit mit dem russischen AD-180 als dem Merlin von SpaceX hat. Von diesem Triebwerk befinden sich dann 9 in der ersten Stufe und ein vakuumoptimiertes in der zweiten Stufe. Die dritte Orbitalstufe wird vermutlich mit Gasdruck hypergolisch betrieben. Das konnte ich aber auf der Webseite nicht erkennen. Wenn wir uns die drei Launcher mal im Vergleich ansehen, ergibt sich folgendes Bild. Da haben wir drei Träger von etwa gleicher Höhe, aber wenn man sich die Stufen und Treibstoffe ansieht, völlig unterschiedliche Antriebskonzepte. Allein deshalb wird es sehr spannend werden, welches der Konzepte sich beim Wettbewerb durchsetzen wird, aber auch, wie sich die drei Startups dann nach dem Wettbewerb weiter schlagen. ESA Aerospace hat laut eigener Aussage bereits Anfragen in Höhe von 500 Millionen Euro. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich riesig, dass die private Raumfahrt in Deutschland Fahrt aufnimmt und drücke allen drei Startups fest die Daumen. Falls Menschen zusehen, die das möglich machen könnten, ich würde mich unglaublich gern mal mehr mit euren Trägern auseinandersetzen und ja, dann natürlich gerne eine Folge darüber machen. Ein großes Dankeschön geht wieder an die Discord-Community, die mir wieder mit der Folge heute geholfen hat. Ganz besonders möchte ich mich bei Hauke bedanken, der die Quellen recherchiert hat, die ich heute in der Folge benutzt habe. Wenn du auch Teil der Senkrechtstarter-Community werden möchtest, dann schau unbedingt auf den Discord vorbei. Den Link zum Discord verlinke ich dir unter dem Video. Da kannst du dich mit mir und den anderen YouTubern vernetzen und bist auf dem neuesten Stand, was die Entwicklung bei zum Beispiel SpaceX angeht. Und kannst dich mit deinem Wissen oder deiner Begeisterung für das Hashtag TeamSpace einbringen. Ich bekomme ganz viel positives Feedback von euch zu Senkrechtstarter und auch immer mal wieder Anfragen, ob man den Kanal irgendwie unterstützen kann. Dafür habe ich jetzt einen Senkrechtstarter Patreon eingerichtet. Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei Sandrine, Hauke, Simon und Henrik bedanken. Ihr seid die ersten Senkrechtstarter Patreons und unterstützt den Kanal monatlich durch eure Spenden. Vielen, vielen, vielen Dank.
Wenn du auch ein Senkrechtstarter-Schutzengel werden möchtest, findest du den Link zur Senkrechtstarter-Patreon-Seite unter dem Video. Auch möchte ich mich nochmal über eure Superchats in den Livestreams bedanken. Und da kann ich mal was hochhalten. Im letzten Stream haben wir ja für dieses Stream Deck gesammelt, damit ich in den Livestreams ein bisschen mehr Kontrolle habe. Das hatte mir Felix von What About It empfohlen. Das ist mittlerweile eingetroffen hier und wird direkt im nächsten Livestream getestet. Wenn es gut läuft, erwartet uns ja diese Woche schon der SN11-Start. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Sein Mo.